Und nochmal. Weil es so viel Spaß macht. Wir hatten ja nicht schon alle Gegner besiegt, ne? Das, das hier, stopp. Er auch. Na los, Leute. Habt euch nicht so. Warum treffe ich die denn hier nicht? Jetzt kriegt ihr mal eine Granate. Oh. Hat die was gebracht? Die rennen hier alle nur wild rum. So, jetzt komm schon. Dein Zwillingsbruder habe ich auch schon erledigt. Mann, die halten ja teilweise richtig viel aus und teilweise kippen die nach dem Streifschuss aus den Latschen. So, jetzt. Kommt her, ihr Sicke. Peng. Schaut und weg ist er. Und der nächste. Irgendwo müssen hier noch welche sein. Hier liegen die Waffen aufgereiht. Zum Abholen bereit. Hier haben wir soweit, glaube ich, alle. Ach, jetzt ist hier doch das Ding runtergekippt. Ach, und da liegen auch noch zwei. Das ist ja cool. Der hinten ist auch weg. Hier kommt man nicht weiter. So, jetzt bin ich ja mal gespannt hier auf das... das Boot. Oder soll ich das erst abschießen und dann ins Wasser springen? Das kann natürlich auch sein. Oder kann ich hier dran drehen? Nee. Leute, ich weiß es echt nicht. Ich schieße das jetzt mal ab und dann springe ich hinterher. Ups! Hui! Oh, atemberaubende Musik. Okay, I've got a boat. Now what? Our only chance is to disrupt the entire communications grid. That's the only way to cause enough confusion for you to escape completely. To do that, we need to get you to Kabatu. Head east to find it, because you're not going to be able to stop and ask for directions. Okay, wir müssen jetzt nach Osten, nach Kubatu oder so ähnlich. Denn die einzige Möglichkeit, hier jetzt noch lebend rauszukommen, ist die Kommunikation der ganzen Anlage zu stören. Um die dann genug zu verwirren. Und dann werden wir mal schauen, dass wir jetzt im nächsten Kapitel... Ah, da sehe ich schon was. Oben... Na, was ist das? Oben rechts... Da sieht man schon irgendwie eine riesen Satellitenschüssel und eine Anlage. Ich denke mal, da wird es hingehen. Stichwort Kommunikation und Satellitenschüssel. Ihr wisst schon, ne? Dann werden wir mal schauen, was uns da erwartet. The mercenaries have established a communications facility here. You need to disrupt their communications by destroying the satellite dish. That will create enough confusion for you to escape, and then we can focus on... Okay, wir sollen... Jetzt hat sie schon wieder mächtig geruckelt. Wir sollen also nichts weiter machen, als einfach mal die Satellitenschüssel dazu zerstören, von der ich eben schon geredet habe. Toll. Ist natürlich mal schnell gemacht. Dann werden wir mal schauen. Zip, lassen wir da mal landen. Oh, rausgehüpft. Und jetzt werden wir uns mal ranschleichen. Mal wieder ein bisschen Stealth-Action hier. Oh, ein Hai. Noch hat uns niemand bemerkt. Sehr gut.
Ja, die gucken hier in unsere Richtung. Aber wir können hier drunter kriechen. Das ist sehr, sehr gut. Umso besser können wir den auflauern. Ich mal wieder in die Hocke gehen. You caught any fish yet, John Mark? Basically just trash fish. No big bites yet. Bait! Try this! A grenade? Man, Freddy, you're out of your freaking mind. Ich jetzt mit dem Messer hier? What is that? What the hell? Wo ist denn der andere? Toll. Ah, da ist er. Ein Glück sieht man seinen Schatten durch die Bretter. Hallo, komm her. Wo ist denn dein Schatten hier? Na komm. Kann ich hier eine Granate? Scheiße. Oh. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Okay, das war's jetzt mit der Stealth-Action. Na komm schon. Hallo. Geht doch. Da ist noch einer. Boah, was ruckelt denn das jetzt so? Der hat sich auch zum Schlafen wieder hingelegt. Hier noch ein Messer. Ach, und hier. Boah, hallo, es war nur ein kleiner Generator und die Explosion hört sich an wie eine Atomexplosion. Na, schmeckt die Waffe? Hoffe ich doch. Mist, die haben uns bemerkt. Hä? Schieß doch. Nein, du nutzt jetzt keine Verstärkung. Mist. Der hat dem Bescheid gesagt. Kacke. Kommen die mit ihrem tollen Raketenboot? Aber wir haben den weißen Hai. Und auf dem werden wir jetzt reiten. Komm schon! Dagegen haben die keine Chance. Gegen unseren unsichtbaren weißen Hai. Jawohl, sowas wünsche ich mir. Das ist die ultimative Waffe. Hallo? Suchen Sie was? Hallo? Ich bin hier der Fleischer. Nee. Au! Das ist aber mal gut. Haha, jetzt hast du keinen Fahrer mehr. Jetzt kann ich dich abschießen, ohne dass du dich bewegen kannst. Wunderbar. Das hört sich immer so ein bisschen falsch an. So, unsichtbarer Hai. Kann ich dich jetzt irgendwie mal freilassen? Guck mal, wie lange der schon hier liegt. Der ist schon ganz steif. Und wird immer wieder unsichtbar. Nee, komm hier, du. Ich lass dich ins Wasser. Noch ein bisschen so. Nee, nicht so rum. So rum. Und jetzt schwimmen. Schwimmen, weißer Hai. Hallo. Jetzt schwimmen. Na toll. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ach, jetzt lass mich doch hier vorbei. Dann schubse ich dich ins Wasser und dann ist gut. Dann sind wir alle glücklich. Muss ich halt von der anderen Seite. Hilft ja alles nichts. Na los, 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 los. Hängt der jetzt hier fest oder was?
Nein. Doch, jetzt. Ha. Ab, ab ins Wasser mit dir. Schwimm. Los. Schwimm. Ja, er schwimmt. Los. Treib hinaus aufs Meer. Du kannst es schaffen. Ach, ist das schön. Wir haben ihn befreit. Mach's gut. Tschüss. Oh. Tut das nicht gut, wenn man so einem armen Tier helfen kann? Und warum bricht jetzt hier die Frame Rate so ein? Was? Ach so, wir haben da Muni aufgenommen. Ich meine, okay, das Spiel sieht zwar noch einigermaßen gut aus, aber es ist nicht Crisis. Warum habe ich hier nur 25 Frames? Das kann doch nicht nur an Fraps liegen. An Fraps. Alles klar, dann werden wir mal die Lage scannen. Da haben wir einen, da haben wir einen, da haben wir noch ganz viele. An der Minigun ist keiner. Ist auch niemand. Und da oben? Ach, bis dahin kann man gucken. Cool. Da sind welche, da ist die Antenne. Was sagst du? Okay, dann haben wir jetzt mal so grob die Lage gescannt. Hier vorne ist noch einer. Ah, den dürfen wir nicht vergessen. Munition ist alles voll. Dann würde ich sagen, wir nehmen uns mal das Bötchen. Au. Und dann werden wir damit mal die Küste unsicher machen. Ich denke, das ist ein guter Plan. So. Wechseln wir mal auf die hier, auf den Bomber. Kann ich ihn da jetzt nicht hinfeuern? Ach, dann halt so. Immer alles hier unter Sperrfeuer. Ich wollte eigentlich das Fass da sprengen. Zwei sind noch. Einer ist noch. Und das waren sie auch schon. Na, das ging ja leichter als erwartet. Hä? Was ist denn hier Phase? Boah, ist das laut. Was ist das? Ist das irgendein Audiofehler hier für mit der Waffe da? Testsubjekt. Oh Gott! Nein! Gehen verseuchte Bananen! Hier auch Testsubjekt. Da war was drin. Da war was drin. Wo das jetzt hin ist, will ich gar nicht wissen. Fragile. Nichts weiter. Ach, guck mal hier. Ah, wir haben doch noch mehr Waffen. Wir können doch hier mitnehmen. Press Dropdown. J. To drop die M4. Und dafür können wir das Sniper nehmen. Will ich das denn? Oder will ich die behalten? Ne, wir können ja mal. Hä? Ah, jetzt haben wir. Boah, 18-facher Zoom. Leck mich am Arsch. Können wir bis darüber gucken. Ja, dann nehmen wir die doch mal. Und dann können wir ja mal. Boah, das nervt hier tierisch gerade. Okay, mit der können wir nicht sprinten. Jetzt sehen wir auch nicht mehr die Burg da oben. Nicht mehr so richtig. Das hätte ich jetzt gesagt, können wir da schon mal ein, zwei abballern. Den könnten wir doch schon mal.
Na toll, jetzt muss der gerade wegrennen. Es gibt auch keinen. Doch, mit Leertaste. Kann man sogar noch ein Stückchen ranzoomen. So, jetzt hier. Haben wir den erledigt? Der ist weg. Ich glaube, wir haben ihn erledigt. Wäre ja schon mal ganz cool.